Ja, meine lieben Bienenfreunde, es wird Zeit für die weitere Varroa-Behandlung. Ganz früh am Morgen hier, in den letzten Juli-Tagen hier. Warum ganz früh am Morgen? Es muss auch relativ schnell gehen, deshalb nur das Handy-Video hier. Richtig, wir haben massiven Räubereidruck. 10 Minuten, nachdem wir das erste Volk aufgemacht haben, haben wir eine ganz massive Räuberei oder einen Räuberdruck am Stand hier. Von daher muss das ein bisschen schnell gehen. Ich möchte bei Varroa-Streifen einhängen, und zwar in die Lüneburger Stülper und auch in die Mini-Plus-Völker. Ihr seid dabei. Viel Spaß bei diesem Video. Ich will mal sehen, dass alles schnell griffbereit liegt hier. Wir wollen nämlich die Körbe, die müssen wir umstoßen. Haben wir auch die Bürste hier. Ja. Dann können wir die Bienen oben so ein bisschen wegtreiben. Bei Körben, da sitzen oben immer gerne Bienen. Okay. Ein bisschen umständlich, aber es geht. Ja, ihr müsst da jetzt weg. Genau, und den Korb, den müssen wir davon lösen. Von dieser Folie hier. Okay, so ist es richtig. Ja, das ist natürlich umständlich. Und so ist die richtige Methode, einen Bienenkorb zu lösen. Und den stellen wir jetzt einfach schön an die Erde. Ich will die Völker nicht groß stören. Vom Gewicht her, Futter ist drin. Die bekommen jetzt bei Varroa-Streifen die Dinger, die kommen raus. Die muss ich nachher wirklich entsorgen hier. Genau, Brut ist auch drin. Alles gut. So. Normalerweise sollen wir ja für ein normal entwickeltes Volk 4 bei Varroa-Streifen nehmen. So steht es in der Anleitung. Festkleben hier. Für ein schwach entwickeltes Volk 2 Streifen. Also ich würde nicht sagen, dass das Volk hier schwach entwickelt ist. Im Gegenteil, es ist eigentlich ein guter Bienenkorb, ein gutes Korbvolk. Ich würde sagen, da können wir 3 Streifen reinhängen als Kompromiss. Oder wie seht ihr das? Immer ganz wichtig, hier ein bisschen Wachs zusammendrücken wieder und zusammenkleben. Ja. Ist natürlich gut, wenn man die Streifen schon vorher vorbereitet hat. Immer mal wieder ein bisschen Rauch geben, dass die Bienen runtergetrieben werden, auch die Königin natürlich. So, das ist jetzt der 3. Streifen, schön vorsichtig, um da keine Königin zu quetschen hier. Ein bisschen eindrücken und festkleben. Ach, da kann noch einer rein. Wir haben ja genug. Denn das ist ein normal entwickeltes Volk. Anders gibt es die Beschreibung leider nicht her. Dann kommt da noch einer rein. Schön vorsichtig. Völker müssen aber auch gefüttert werden. Das nützt nichts. Genau. Okay, so, so ist richtig, gut. So, hier fliegen natürlich jetzt hunderte von Bienen, das sind aber Trachtbienen. Die tragen alle schön Pollen ein hier. Das gefällt mir gut. Ja, mit Rauch alleine ist es nichts, sie müssen auch weggebürstet werden. Genau, genau, ihr müsst da weg. Gut, da kommt jetzt wieder der Korb drauf. Mal ein bisschen Rauch geben. Alles klar. Ist nicht leicht. Schön vorsichtig. Auch vorsichtig absetzen natürlich. So. Die Handschuhe sind unpraktisch. Genau.
Okay. So, ganz wichtig, die Kordel. Sehr schön. Gut, das ist der erste. Sehr schön. Dann nehmen wir doch den zweiten hier oben rechts. Genau. Dann nehmen wir doch den zweiten. Wir wissen jetzt, wie es geht mit der Folie. Das ist natürlich unpraktisch, so gesehen. Aber dieses Plastik ist ja ein Plastik, keine Folie, sondern ein quadratisches Plastikteil. Das muss sein, weil Unterlage ist hier in diesem Fall zurzeit Polyurethan. Nee, stimmt gar nicht. Styrodur. Und wird trotzdem von den Bienen angefressen. Von daher muss das sein. So, ihr müsst da oben auch weg. Um euch nicht zu zerquetschen hier. So. Das ist ja unser Problemvolk gewesen. Das hat die eigene Königin abgemurkst. Die müssten jetzt schon wieder in Brut sein. Das schauen wir uns mal an. So, da haben wir das Volk. Das sieht eigentlich gut aus. Ich will mal sehen, ob ich da verdeckelte Brut sehe. Ja, verdeckelte Brut ist vorhanden. Man sieht es auch hier. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt in dem Bereich hier. Da ist verdeckelte Brut. Genau. Sehr schön. Kann man sehen, ne? Volk ist wieder in Brut. Das ist ja schön. Das ist gut. Ja, sehr schön. So, dann bekommt ihr auch 4 Bivarolstreifen. Super, das freut mich ja sehr. Volk ist in Brut. Sehr schön. Vier Bivarolstreifen, schön vorsichtig. Königin soll ja nach unten laufen, bei der dunklen Biene. Hier müssen wir aber Futter geben, das nützt nichts. Obwohl... Oh ne, der Futter hat eigentlich Futter genug. Im Moment reicht das Futter. Aber das Volk braucht trotzdem was. Die brauchen natürlich Futter, auch für die Wintereinfütterung jetzt hier. So, ganz vorsichtig. Ja, sehr schön. Auch dunkle Biene Abstammung hier. So. Festkleben. Super, das gefällt mir gut. Der Varroa geht's an den Kragen. Genau. Das ist ja das Schöne, man kann hier ein bisschen mit Wachs arbeiten. So, und der vierte. Dann nehmen wir den hier hin. Gut, und die Bienen sind so schon ruhig. Das gefällt mir. Okay. Ja, meine Lieben, so behandelt man Bienenkörbe gegen die Varroa. Gibt sicherlich noch andere Verfahren hier. Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Okay. Ja, so sieht das aus. Ein schönes Korbvolk, der entwickelt sich wieder. Der war ja ein paar Wochen jetzt im Rückstand, weil sie die Königin abgemurkst haben. Wir haben es ja gesehen, Nachschaffungszellen waren vorhanden. Auf jüngstem Arbeiterinnenbau, das ist dann auch gut. Königin wird gut sein. Genau, und ihr guckt so schön ruhig hier. Das ist die dunkle Biene, mittlerweile F2, glaube ich. Irgendwie dunkle Biene Nachzucht hier, ja. Sehr schön. So, dann wollen wir mal den Korb wieder hochstellen.
Ihr müsst da weg. Genau, Bürste ist dann auch von Vorteil. Ihr werdet manchmal immer kurz nach hinten gebürstet hier, damit da keine Biene unter die Folie kommt. So ist das richtig. Und dann das Ganze wieder hoch. Schön vorsichtig, vor allem mit dem Aufsetzen hier. Okay. Die Körbe sind zwar gespeilt, aber gerade wenn der Wabenbau jung ist, dann muss man vorsichtig sein. So, die Bienen kommen zurück. Da sind sie alle, die Pollenträgerinnen. Sehr schön. Sehr schön. So, meine Lieben, dann geht es jetzt dem unteren an den Kragen. Das dürfte der kleinste sein. Genau. Ja, wenn man den Griff raus hat, dann geht das schnell, dann ist es völlig okay. Okay, los geht's. Da. So, ohne groß Bienen zu quetschen, die können wir auch schon mal gleich in den Korb geben. War eine Variante, damit die meisten hier nicht rumlaufen. So. Ja, dabei gehen die Handschuhe kaputt. Ja. So, ist das nicht ein schönes Bild? Auch hier muss ich kontrollieren, ob das Volk wieder weise richtig ist. Denn das Volk hatte ja geschwärmt. Ja, und wir sehen hier schön verdeckelte verdeckelte Arbeiterinnenbrut. Ich glaube, hier kann man das sehen, ne? Da tief drin. Ja. Gut. So, Volk ist in Ordnung, das gefällt mir sehr. Auch dieses Volk ist wieder weise richtig, sehr schön. Ja, ihr seid so lieb, ihr seid so lieb. Auch Dunkelbiene-Nachkommenschaft hier. Und ihr bekommt auch 4 Streifen. So, eingesetzt. Ja, sieht doch schön aus. Das sieht doch richtig schön aus. Die Kamera ist mir leider vom Stativ entglitten. Von daher habt ihr das Einsetzen nicht mitbekommen. Aber ist doch ein schönes Volk. In Brut wieder alle 3 Körbe in Ordnung. Vom Gewicht her ist ein bisschen Futter drin. Die müssen aber bald gefüttert werden. Das werde ich auch tun. Sehr schön. Okay. Alright. Ja. Aber den Arbeiten, da gehen die Kunststoffhandschuhe kaputt. Genau. So. Ja, sehr schön. Alles gut? Ja. Oh, da hat ein Gewicht. Da hat schon ein Gewicht. Wieder schön hinstellen, so wie er war. Denn, genau, es muss alles seine Ordnung haben, seine Richtigkeit hier. Vor allen Dingen auch der Randabschluss. So ist richtig, sehr schön. Okay, lassen wir die Bienen erstmal reinfliegen. So sieht das wieder richtig schön aus. Randabschluss ist drin, genau. Okay.
Tja, meine Lieben, das war die schnelle Arbeit bei den Körben hier. Ich will noch mal gucken, dass alles wieder richtig sitzt. Aber ein kurzes, präzises, schnelles Arbeiten mit Bivarol-Streifen. Die Bienen wurden natürlich kurz gestört, aber wir haben mehrere Vorteile, dass wir da reingucken mussten. Erstens Futterkontrolle vom Gewicht her. Der erfahrene Korbimker weiß, wie schwer die Körbe wiegen müssen. Und wir haben Brut gesehen in den Völkern, wo die Königin noch so ein bisschen vakant war. Die Völker sind in Ordnung, die sind voller Brut hier. Die Brut wird auch nicht durch irgendwelche Ameisensäure jetzt zerstört. Nein, die Königin und die Völker, die können jetzt große, starke Wintervölker aufbauen. Voraussetzung allerdings, es muss ein bisschen mehr Futter reinkommen. Noch Futterstrom ist wichtig, Pollen kommt ja genug rein. So, ich mache jetzt weiter bei den Mini-Plus-Völkern. Wer sich für Mini-Plus nicht interessiert, den möchte ich hier ganz herzlich verabschieden. Und vielen Dank sagen fürs Zuschauen bei diesen Körben hier. Wir machen jetzt in diesem Video noch kurz weiter mit 1, 2, 3 Mini-Plus-Völkern. Schönen Dank fürs Zuschauen und alle, die Mini-Plus interessant finden, die bleiben jetzt dabei.